Herzlich willkommen zu einer Folge Entenboxen. Hallihallo und herzlich willkommen zu Pato Box, ein mexikanisches, ich glaube, das Spiel wurde in Mexiko gemacht, ja, relativ minimalistisch und angelehnt im Stile von, wie hieß es denn nochmal, dieses tolle Punch-Out-Spiel, ja, so ein bisschen im Punch-Out-Stil, nur mit leichten Story-Elementen, das werden wir gleich alles sehen. Ich packe euch unten, greenlighten braucht ihr das Spiel nicht mehr, es ist gegreenlightet, aber, die haben eine Kickstarter-Seite, jetzt seit, wenn dieses Video hier entsteht, seit knapp einer Woche. Die packe ich unten auch mit rein, wenn jemand gerne irgendwelche Sachen foundet oder so. Ja, da könnt ihr euch für, weiß ich nicht, $200 als eigenen Charakter mit ins Spiel bringen lassen und so weiter und so fort. Könnt ihr euch alles gerne reinziehen, steht alles unten in den Kommentaren. So, dann legen wir jetzt mal los, ja, um diese wahnsinnig, wahnsinnige Geschichte hinter diesem Spiel kennen zu lernen und lieben zu lernen. Okay, ready for fight. Wir haben einen eigenen Trainer, wir sind eine Ente, jede Ente sollte einen Trainer haben. Denn auch Enten haben verging zu leben. So, Chat, Chat. Oh nein, Leute, jetzt habe ich was falsch gemacht. Warte mal kurz. So sieht's aus, ne? Warte, jetzt machen wir das hier. Ne, wie geht denn das? So, so ist das besser. Wollt ihr mal sehen, wie ich das mache? So. Ah, so. Live umgestellt, weißt du, hier wird nichts geschnitten, nichts gecuttet, ja. So einen Scheißdreck brauche ich gar nicht. Im echten Leben kann man auch nichts schneiden und cutten. Ja, wenn dir da im Supermarkt die scheiß Dose runterfällt und alles explodiert und nass gespritzt wird, dann musst du nun mal da bleiben und sagen, hey Leute, ich hab Mist gebaut. So läuft das. Okay, ja, hier kann ich noch ein bisschen draufboxen. Lower Jabs unten. Nee, ach so. Okay, na, okay, ja, ich mache ja, was der Trainer sagt. Okay, remember this and you will do fine. Okay, kein Problem. Oh, ich mag diesen minimalistischen Stil. Ich bin ja eh, ich mag Pixel Art, ich mag so, ne, alles was ist. Und simpler als schwarz und weiß kannst du es ja echt nicht mehr halten. Oh, außer schwarz und schwarz. Aber dann hätten wir jetzt nicht so viel Spaß an dem Spiel, obwohl manche Leute mögen es. Der Black Screen, wer kennt ihn nicht damals aus den tollen Streams von früher noch? Oh, oh, was ist das, Alter? Ein Typ mit einem China-Bart. Ente gegen China-Mann. Das ist der ewige Kampf. Der ewige Kampf. Oh. Komm hier ins Gesicht, ich will ihn doch mal. Treff doch mal. Was, was? Kann ich den überhaupt besiegen? Wow, was hat das denn für eine Kelle? Ey, ich treffe nicht einmal oder was? Jetzt aber. Batz, batz. Jawoll, und da links, rechts Kombo. Ausgewichen. Und nochmal. Bam, bam. Ich bin eine Ente des Grauens, Alter. Du kannst mir gar nichts. Oh, der weicht aber gut aus. Was, wie kann er? Na gut, er ist ein NPC, er hat wahrscheinlich noch eine schnellere Reaktionszeit als ich. Ja, am späten Nachmittag in der Hölle meines... kann schon, hä? Oh, na, okay, aber ich habe mich regeneriert. Auch eine Ente braucht mal eine Pause. Oh, oh, oh. Enten haben es eh nicht so einfach. Oh, jetzt hat er aber voll daneben gehauen. Jetzt kann ich mir ordentlich einen... Vielleicht brauchen wir mal ein paar Schläge nach unten, oder? Oh, komm, komm. Was ist los? Oh. Oh! Fuck! Das war voll unfair! Ich hatte euch voll gehauen! Das ist nicht nett! Okay, einmal kann man down gehen, das ist kein Problem. Und jetzt mal hier so ein bisschen tief und oben. Yeah, okay. Ja, man muss ein bisschen flexibler sein, ein bisschen kreativ in der Combo. Jetzt hat er wieder voll daneben gesemmelt. Und unten oben so ein bisschen die Luft aus dem Sack rauspunchen. Oh, fuck. Das war mies, aber egal. Hab ich dann. Okay, und ins Gesicht und nochmal hier und da. Und hier nochmal. Oh, 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 oh. Batz! Die Luft aus dem alten Lumpen. Okay, komm, komm. Hä? Was ist los? Okay, jetzt traut er sich nicht mehr. Was ist das? Oh nein. Oh nein, was ist das? Eine Todespille. Eine Pille mit einem Totenkopf drauf. Die Dinger kenne ich noch aus meiner Jugend. Aber jetzt habe ich doch. Oh Gott, es verschwimmt alles. Alles verschwimmt. Es wird so. Oh Mann. Oh, oh, seine Schläge werden auf einmal super schnell. Ah, aber trotzdem habe ich nochmal getroffen. Ich kann gar nicht mehr treffen. Was ist hier los? Oh, fuck, 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 fuck. Oh, er ist super stark. Hat er die... Boah, oh, boah. Scheiße. Ey, das ist doch eindeutiger. Da ist doch Betrug abgelaufen. Da, irgendwas hat nicht gestimmt. Gestern Abend habe ich irgendwie komplett den... alles verloren. Nein, diese Schmerzen sind... Das Einzige, was ich hatte, waren Schmerzen. Okay, kann sich nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern, wie ich aus dem Ring
getragen wurde. Oh mein Gott, ein riesiges Messer hat in meinen Entenrücken gestochen. Jemand wollte mich zubereiten und zu Ente Cross verarbeiten. Ah, dazu eine leckere Cola mit ein paar Nudeln. Ist es Kannibalismus, wenn ich als Ente so etwas gerne mag? Ich weiß es nicht. Dann wurde ich in eine Gasse geschmissen, vergewaltigt von Pennern. Bärtige, nackte Männer und Frauen haben mich ordentlich getafelt. Okay. Langsam kam ich dem Tode immer näher. Doch dann kam diese Frau. Okay, diesmal ist noch alles gut gegangen. Okay, was? Was wollen die denn jetzt von mir? His pain faded away while the shadow took care of him, okay? Dieser Schatten ist der Einzige, der auf mich aufpasst und sich um mich kümmert. Okay, ich soll zurück ins Headquarter, wenn ich fertig bin. Okay, aha. Okay, alle müssen bezahlen dafür, was hier passiert ist. Aber was ist passiert? Ich denke, das werden wir jetzt rausfinden. In diesem hohen Hochhaus. Ab wann ist ein Hochhaus ein Hochhaus? Weiß das jemand? 3 Etagen? 4 Etagen? Wann, wenn ich ein Zwerg bin? Okay, was ist das? Cool. Schau mal, das sieht aber sexy aus, oder? Dann lese ich doch mal hier die Zeitung. Hab ich doch gesehen, die hat doch gedampft. Pato Box, das bin ich. Was ist Kilpatrick? Match of the Century. Ja, der Kampf des Jahrhunderts. Aber irgendwie hat das nicht so funktioniert, wie ich es gern hätte. Da war doch eindeutig Betrug. Es war doch eindeutig Betrug am Werk. So, was ist denn das hier? Hey, Lady, hallo, schönen guten Tag. Ich bin eine Ente. Darf ich sie schlagen? Good night, Sir. You lost your keycard again. Ja, tut mir leid. Ich bin eine Ente. Ich habe nicht so viele Taschen. Okay. Ja, diesmal passe ich auf. Ich bin vorsichtig, okay? Gib mir den. Ich will einen Ausweis. Please, Sir, close the door behind you. Okay. Ja, hier wird man jetzt wahrscheinlich noch so ein bisschen leicht rangeführt in die Möglichkeiten, die man hier hat als Ente in einer schwarz-weißen Welt. Ja, mach doch zu. Mach doch zu. Was ist das hier? Ah. Ah, so macht man zu. Alles klar. Warum soll ich denn die Tür schließen, damit sie mir einen neuen Ausweis gibt? Ist das verboten? Hat sie keine Kameras? Voll der Betrieb hier, aber keine Kameras, oder wie? Ach, ja. Nee. Ja, ich... Achso, Moment. Ich will immer WASD drücken. So, dann nehmen wir uns doch mal hier den Ausweis mit. Hallo, gib doch mal. Gib doch mal. Ich will den haben. Muss ich jetzt erst noch mal ein Stück zurück, oder wie? Ausweis raus. So. Deathflock, okay. You got a keycard. Warum steht da nicht Pato Box drauf? Ich bin Pato. Die Ente des Grauens. Links, links, rechts, zack. Ah, ich bin wieder voll fit. Ich hatte zwar ein Messer im Rücken, aber das schadet mir nicht. So, was haben wir denn hier? Da vorne steht einer. Hallo, guten Tag. Sir, Sir, wollen Sie sich eine Runde boxen vielleicht? Oh, Billy. Chocolate Chips, Pizza, Pain, I need some meds. Medikamente? Was ist das denn hier für ein Dopingladen, Alter? Mann. Wie wär's denn hier mit einem Glas Sekt? Es wird wohl nix. Okay. Warum arbeite ich bei einer Kompanie, die einen Totenkopf? Der hier haben alle geschlossen. Da auch alle geschlossen. Was ist denn hier? Deathflocks Bistro. Da soll ich doch hin, oder? Hat das die Frau im Empfang vorne nicht gerade gesagt, dass ich da hin soll? Ich weiß es gar nicht. Oh, eine wunderschöne Melodie erklingt und lässt meine Entensinne aufspielen. Oh, eine verletzte Hand. Die Frau, die dieses Klavier spielt, ist offensichtlich verletzt. Und Raucherin ist sie auch. Das kann ich sehen. Nicht, weil ich auf die Möpse gestarrt habe, sondern weil eine Zigarette aus ihren Möpsen guckt. Mrs. Faith Bicolor. Schönen guten Tag, junge Frau. Wollen Sie auch eine Kelle? Hier, zack, kann ich direkt dick einschenken. Hey there, how you are feeling? Ja, ich bin früher wieder auf den Beinen, als Sie sich gedacht haben. Hä? Was ist da passiert im Ring? Keiner weiß es. Ja, das ist das erste Mal, dass ich verloren habe. Ich war eigentlich sonst der Beste. Wir müssen hoch zum Second Floor. You can make a keycard in the archives. Once you have it, go to the kitchen. Okay, there's a service elevator that we can use. Give this medicine to Billy. Okay, dann geben wir Billy mal seine Medizin. Wer ist denn Billy eigentlich? Okay, was ist hier? Toiletten? Sollen wir da mal hin? Ich gehe mal auf die Toilette. Hallo, ich bin eine Ente, deswegen ist es völlig neutral und geschlechtsegal, auf welches Klo ich gehe. Denn, naja, eigentlich sind Enten, ja, Enten sind doch eigentlich voll die Raper, ne? Weibliche Enten haben, was ist das denn da? Unten, oben, links, links. Ist das ein geheimer Cheat? Unten, oben, links, links. Was ist das irgendwo, vielleicht brauchen wir das später noch. Okay, was wollte ich gerade sagen? Achso, ja, Erpol sind ja eigentlich voll die Vergewaltiger, ne?
Deswegen haben weibliche Enten, so wie ich das mal gehört habe, so eine winklige Vagina. Aber die Evolution hat sich gedacht, okay, dann kriegen die Enten jetzt einen winkligen Penis. Also ich weiß nicht, Hallo, wer bist du? Ach so, genau, da müssen wir hin. Der kriegt Medizin von uns. Ich kann nicht glauben, dass er da ist. Pato Box, oh boy. Soll ich ihn fragen? Okay, konzentrier dich, Billy, konzentrier dich. Was kann ich für Sie tun, Sir? Möchten Sie ins Archiv, ja? Na, jetzt, Billy, los. Das ist deine Chance. Frag ihn. Kann ich Sie was fragen? Na klar, kannst du fragen, Billy, kein Problem. Immerhin stehst du... ich hab dich noch nie live kämpfen sehen, bin aber ein riesen Fan. Kannst du mir erst ein paar Moves zeigen? Klar. Break some stuff and I'll let you in, okay? Oh, der große Pato-Box direkt vor mir, ich kann's gar nicht glauben. Okay, ja dann. Es soll Sachen kaputt machen. Na dann. Stuhl! 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 Okay, zack, Klavier ist kaputt. Zack, hier, kein Ding, ey, box ich mich durch. Boah, Kombo! Kombo! Rechts, Alter, links! Oh. Hier, Tasten muss ich noch kaputt machen. Zack, da ist noch einer. Da ist noch so ein Becher, ich treff den nicht. Ich kann halt nur irgendwie hochschlagen. Ich bin so ein Gesichtsschläger, ich kann da auch nichts für. Ah, Mist. Die Kombo ist vorbei. Hier, was ist das hier? Machen wir es kaputt. Die Lampe kriegt auch noch eine Kelle. So laufe ich eigentlich zu Hause auch den ganzen Tag durch die Gegend. Alter, wie viele Sachen soll ich denn kaputt machen? Weißt du, er so, oh, ich stehe hier rum, ich hab Langeweile. Hey, Mr. Entenboxer, können Sie mal bitte alles kaputt schlagen? Das wäre total super. Ich stehe total darauf. Okay, okay, alles klar. Was ist das hier? Videokassetten. Ich hasse Videokassetten. Blu-Rays in Zukunft. Okay, es waren wahrscheinlich keine Videokassetten, aber keine Ahnung. Vielleicht kennen die meisten von euch gar keine Videokassetten mehr. So Relikte in so, aus alten Zeiten in Museen. Papa, was ist das für ein Kasten? Dann bewahre ich meine Drogen auf so. Okay. Zwei Sachen nur noch, komm, hier, zack. Alkohol ist keine Lösung. Zack, yeah, ich bin so ausarm. Wow, kein Problem. Kein Problem. Ja, jetzt sagst du mir, dass hier Kameras sind, oder wie? Ach so, im Archiv. Aha, okay, okay. Kein Problem, wir passen auf. Wer interessiert sich schon für eine Ente in einem Raum? Okay, dann schleiche ich mich doch mal hier in die Ecke. Guck mal, ey, man muss das sofort alles intuitiv machen. Ja, dann ist es am besten. Gar nicht lange überlegen, sondern tun. Hä? Oh, wurde ich erwischt? Das ist blöd. Dann jetzt einmal schnell hier rum, schnell da rum. Oh, oh, oh. Komm schon. Yes! Oh nein, ey, wenn ich gesehen werde, muss ich wieder von vorne, oder? Das ist doch scheiße. Das ist doch kacke. Oh, aber egal, wir gehen hier durch. Jetzt muss ich wahrscheinlich hier lang gleich, wenn das Licht sich... wie soll ich denn da jetzt... Moment, so vielleicht? Haha! Ich bin einfach der Archivmeister. Niemand schleicht so wie Pato. Ha, guck dir da... intuitiv, der Typ ist einfach der Hammer. So, you got a keycard. Okay, okay. Oh, jetzt ist alles an. Schöne Kameras seid ihr, echt super. Na, ihr habt die Ente nicht gesehen, vor lauter Akten. Das ist ein altes Sprichwort in der Entenwelt. Ich bin voll der Superboxer, schau mal hier, rechts, rechts, links. Kann ja eine Chance gegen mich, wisst ihr warum? Weil ich ein Superboxer bin. Ich bin total ausgebildet, so müsst ihr eigentlich reden, oder? Hey, was geht? Ich hab eine Karte jetzt, kann ich dir die geben? Nein, du willst die gar nicht. Okay, dann gehst du zurück in die Cafeteria. Okay, Pato Box. Was gibt's denn heute? Ente süß sauer. Dann Kung Pao Chicken und. Oh! Ente Cross. Das mag ich am liebsten. Ich mag Cross braune Enten. So, was ist hier los? Wo ist die Frau? Hey, da hinten, da qualmt was. Da hinten, da qualmt was. Da. Ich hab's doch gesehen. Was geht hier ab? Ha, ha. Oh. Muss ich da hoch? Ja, muss ich da hoch. Was? Oh, da, guck mal. Ich hab... You got a token. Ich hab einen Ententoken. Wofür sind Ententoken? Das werden wir wahrscheinlich erst in der Vollversion erfahren. So, was ist das denn hier? Deathlock Incorporated Staff Information. Ah, okay, das ist Feather Bicolor. Das ist die Frau, die Ärztin. Female wurde angekreuzt. Okay, ist aber noch nicht bewiesen. You forgot past events. She hired... Okay, das ist ihre Akte. Warum liegt denn ihre Akte hier? Gut, sie hat auch die Hand verletzt. Vielleicht ist da irgendwas im Argen, Leute. Das weiß ich nicht. Aber wir werden sehen. Okay. Viele Sachen sind rausgeschwärzt aus der Akte.
Was macht dann die Akte für einen Sinn, wenn man da Sachen rausschwärzt? Hier? Gucci? Nee, Flucci? Da war ich doch schon. Hä? Okay. Was ist das da hinten im Klo? Seht ihr das? Achso, das ist der Shape vom Klo alleine. Okay. Okay, okay. Dann machen wir das jetzt. Wohin sollten wir? Wir sollten in die Küche. Wir sollten in die... Okay. Wer ist das da hinten? Der Koch. Ich brauche Salz und Pfeffer. Salz und Pfeffer. Hier liegt noch ein Token. Oh, zwei Enten-Token. Zwei Enten-Token im Becher. Ich ein Enten-Token. So, dann schauen wir doch mal hier. Guck mal, hier sehen wir alles vom Schwein. Der Speck, die Lende, der Schinken, der Schmalz, der Schmolz. Gut, sehr schön. Das müssen wir, das brauchen wir alles. Das brauchen wir alles. Was ist das hier? Können wir hier durchgehen? Ich will erstmal schauen, was hier noch so geht. Nicht, dass da uns hier jetzt der Koch irgendwie... Hallo, na, Herr Koch? Buff, ins Gesicht. Mm, oh, what a smell. Oh, oh, cannot possible. Du bist es. Oh, oh, oh. Du dreckige Ente. Aus dir, die, du bist immer noch nicht tot. Oh, er will mich essen? Oh Mann, er will eine Suppe aus mir machen. Ich hab's mir gedacht. Als Ente mit einem Koch zu reden, ist einfach keine gute Idee, oder? Okay, loading. Jetzt muss ich den... Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Okay, okay. Bam, bam. Ha. Huh, oh, oh. Rechts, links, links. Und batz. Oh. Oh, ja, das hat schon mehr wehgetan, ne? Aua. Oh, bam! Ja, voll! Voll in sein Gesicht. Okay, was ist nun? Oh, 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 er schmeißt mit heißer Suppe. Ich kann ihn nicht... Was geht hier ab? Was geht hier vor sich? Oh, habe ich gerade den Fisch aufgefangen? Was ist passiert? Okay, Moment, ich muss in seine Richtung ausweichen. Ratte ins Gesicht! Okay, ich muss immer in seine... Oh nein, siehst du, wenn ich in die entgegengesetzte ausweiche, dann kriegt er mich. Oh, und dass ich mit meiner super Reaktionszeit... Socke! In your face, Alter, jawohl. Okay, und wieder ausgewichen. Okay, komm, 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 komm. Ich will nichts riskieren. Oh, das war gerade nochmal so ganz knapp. Ich kann ihn also mit normalen Hits nicht treffen. Ich muss ihn mit Sachen beschmeißen. Okay. Leute, der Typ ist ja echt fertig, ne? Oh nein, ich wollte die Ratte haben. Mann, gib mir doch die... Ich glaube, er bestimmt, wann ich was auffange, oder? Weil ich kann ja nicht einfach hier... So, jetzt habe ich die Socke aufgefangen. Muss ich trotzdem... Aua, wieso schlägt er mir die Socke aus der Hand? Aber jetzt habe ich eine Ratte in dein Gesicht. Hä? Was hältst du denn davon, Boy? Von der Ratte. Okay. Oh, oh, oh. Und Ratte in dein Gesicht. Jawoll. Oh, oh, oh. Kann ich die auch unten schmeißen? Muss ich gleich mal probieren. Ich schmeiße mal oben automatisch irgendwie. Socke her, gib mal her. In... Muss ich ihm seine... Okay, anscheinend darf ich ihm die Suppe nicht versauen. Aua, aua. Oder muss ich die Suppe selber kochen und Zutaten, Zwiebeln? Ne, die sammelt er gar nicht auf, glaube ich. Schnitzel! Hey, hallo, ich wollte ihm den Schnitzel ins Gesicht werfen. Zwiebel! Oh, fuck. Oh, fuck. Konzentrier dich, konzentrier dich, konzentrier dich. Das war's dann wohl in Sachen Konzentration. Hm. Okay. Also, ich schätze mal, ich muss ihm Dinge ins Gesicht werfen, oder? Das ist doch so... Ziel, oder? Ah, ja, komm hier, du hast keine Chance, Alter. Den ersten Fight, den mache ich so. Oh, jetzt, oh, scheiße, da war ich nicht schnell genug. Ich darf mich nicht leiten lassen. Konzentration, jetzt. Oh, 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 ein bisschen jabben. Ein paar kleine Jabs, damit er hier einmal... Oh. Warum ist er danach noch ausgewichen? Das war nicht mein... Ja, jetzt, bam, links, rechts, Kombo. Das hat er jetzt davon. Oh Gott, ich schwitze aber schon ein bisschen. Ich schwitze ein bisschen. Ich muss mich erstmal hier ein bisschen pausieren. Okay, okay, okay. Ah, okay. Ich hab Schiss. Ich hab so Schiss. Oh, was? Da wehrt ihr die Socke einfach ab. Das war ein super Sockenwurf. Aber hier, Ratte. Junge, muss ich da nochmal nachschlagen? Ich versuch's gleich mal. Okay. Oh, Karotte. Wow. Das bringt auch nichts. Wenn ich ihn mit Zutaten bewerfe, glaube ich, dann isst er einfach nur. Ah, Socke, aber die magst du nicht, ne? Die Socke gefällt dir nicht, mein Freund. Kann ich nachvollziehen. Ah, was hältst du von einem Stück... Oh. Hier, von ein bisschen Ratte. Rattuschu. Rattuschu. Zack. Oh, oh, ich dachte, ich hätte sie gefangen. Ah, jetzt aber Ratte. Jawohl. Wie viele Ratten muss ich dem denn ins Gesicht werfen? Oder Zwiebeln. Ham, nam, nam. Okay, Zwiebel, glaube ich, ist nicht so gut. Das pusht ihn dann nur wieder. Okay, ich glaube, Zwiebeln, wenn ich Essen einfange, muss ich es in die Suppe werfen. Wenn ich Socken einfange, muss ich sie in sein Gesicht. Hier, Socke. Habe ich die Ratte gefangen? Nee, leider nicht. Nein, falsche Richtung. Oh, da wollte ich die Ratte fangen. Ach, Mann.
Da, 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 da. Aua, aua, Moment, ey, das konnte ich nicht. Scheiße. Was? Alter! Oh, dieser. Haben die das in der Demo absichtlich so gemacht, dass man den Koch nicht besiegen kann? Na, Junge, ich kenne das. Ich weiß, wie das hier läuft. Pato Box, mein Freund. Zack, zack. Ich jab den jetzt einfach erstmal so lange down. Jetzt in die Fresse. Jawohl, links, links, rechts Combo. Alles klar. Okay. Freunde. Nein! Ach, da war ich wieder zu gierig, Alter. Das gibt's doch nicht. Jetzt aber Ratte ins Gesicht. Oh. Zwiebel? Nee. Ich kann doch nicht die Suppe kochen hier nebenbei und den Kerl verprügeln. Das geht doch nicht. Ah, jawoll. Socke. Hoppa. Oh, fuck. Oh, fuck, fuck, fuck. Der Typ ist einfach krass. Was soll ich machen, ne? Ratte? Ey, ich hab doch eine Ratte gefangen gerade, oder nicht? Fisch. Okay, okay. Ich weiß nicht, ob ich mich automatisch regeneriere oder nur, wenn dieser schwarze Bildschirm kommt. Das ist jetzt die Frage, die wir uns alle stellen sollten, damit wir im Leben weiterkommen. Ratte rein. Oh, 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 oh. Mann, ich wollte doch die Socke. Ah, ah. Okay, jetzt kann ich die Ratte fangen und wieder in sein Gesicht. Okay, okay. Hoppala. Nein, da wollte ich wieder mich von der Socke leiten lassen. Socke! Oh, fuck, fuck, fuck. Oh, das war vielleicht dangerous. Okay. Jetzt! Jetzt! Combo in dein Gesicht! Oh. Okay, ich glaube, ich muss erst zwei Gegenstände catchen. Komm schon, weich aus. Jawohl, ja, die Hand war schon voll. Die Hand war schon voll. Okay, ausgewichen. Ah, Mist! Da hat er mir mein Socki geklaut. Mein letztes freundliches Lieblingssocki. Das ist meine Spritzsocke, die brauche ich heute Abend noch, damit ich meine Endray-Party feiern kann. Ah, so, Socke. Und Socke. Nein, das war eine Ratte und dann Socke, aber egal. Okay, jetzt die Ratte her. Zack, bam. Okay, ich glaube, gleich habe ich ihn wieder soweit. Wir müssen ihn immer ein bisschen vorbereiten mit Socken und Ratten. Okay, okay. Da ist die Ratte. Rein damit. Komm schon, ich... Es gibt wieder einen Double-Hit, Wixi. Aha, aha. Ah. Das war doch eine Combo, aber gut, das war eine Gemüse-Combo. Er ist Koch, er steht auf Gemüse-Kombos. Komm schon. Ja. Ratte. Ja, ja, ja. Links, Combo, rechts. Was, wieso? Wie oft muss ich ihn denn erwischen? Das ist schon echt ein bisschen heftig, Leute. Boah, aber da bin ich zufällig gerade schön ausgewichen. Ratte rein. Da war ich zu spät für die Ratte. Ah, komm schon. Mist, aber jetzt... Ich hab doch die Ratte gefangen. Aua, scheiße. Ah, manchmal läuft's schlecht, ne? Manchmal läuft's schlecht, aber egal. Socke. Oh, fuck. Da war ich wieder von der Socke getrieben. Also man muss echt einfach nur aufpassen, dass der Typ einen nicht trifft die ganze Zeit. Und es ist gar nicht so einfach, wie ich mir das am Anfang vorgestellt habe. Regenerieren, regenerieren. Sehr schön, sehr schön. Boah, Glück gehabt. Hätte er den Schlag nämlich jetzt gemacht, quasi als ich noch im Black Hole war. Okay, komm, 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 komm. Oh. Oh, ich weiß nicht. Also solche Fights gab es bei Punch-Out nicht, ne? Da will ich mich dran erinnern, Freunde. Oh nein. Ich krieg kaum noch Luft, ne? Ich muss die ganze Zeit die Luft anhalten. Ich würde ihn ja gerne besiegen, aber der Koch ist schon echt bausig, ne? Das ist Endboss. Jetzt aber, komm. Komm, links. Ja! Boah. Zieh dir das rein. Was ist nun los? Alter. Okay, Phase 3. Ich kann nicht ausweichen. Boah. Boah, was geht ab, ey? Ey, das gibt's doch nicht! Alter Schwede, Leute. Der Typ. Das gibt's doch gar nicht. Okay, jetzt aber jetzt. Jetzt in die Fresse. So, Durchgang 1 ist easy peasy. Okay, okay. Und jetzt müssen wir einfach immer warten, bis ich hier... Aber es gibt's doch nicht. Oh Gott. Boah, ist der schwer. Alter, der ist echt schwer, Leute. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass mich das jetzt so fertig macht.
hier eine Socke machen. Ey, was gibt's da nicht? Ratte. Da, für dich, mein Freund. Zu spät. Schnitzelwurf. Das gibt's doch gar nicht. Zack, hier noch eine Socke hinterher. Alter Schwede, alter Schwede. Da macht er aber auch immer so Doppelschläge, ne? Und dann gibt's hier Ratten, weiche ich aus. Hier, Onion, damit du anfängst zu heulen, mein Freund. Zwiebel frisst er einfach. Na klar, na klar, na klar. Irgendwann wirst du dich überfressen haben und dann geht's dir schlecht, mein Freund. Da, rein mit dem Schnitzel. Ich weiß nicht so gut, wenn ich ihn Schnitzel schlage. Fisch ist auch nicht gut. Ich brauche Socken und Ratten. Socken und Ratten für sein Face. Okay, okay, jetzt aber. Oh, boah. Ey, hier brauchst du eine Reaktion, ne? Ey, was? Das gibt's doch gar nicht. Das ist so unfair. Rein damit. Guck mal, eigentlich müsste er jetzt sagen, stinky. Komm schon, Mann. Rein damit. Jawohl. Und jetzt. Oh, da, da. Jetzt gibt's ordentlich Punches. Jetzt gibt's... Oh, scheiße. Lunch Punch. Okay. Ausgewichen, ausgewichen. Alles klar, hat keine Chance. Ich pack mir die Socke, dann pack ich mir halt die Socke. Oh, genau falsche Kombo genommen. Ratte, hat er. Ratte, Socke, hat er. Nein, hat er nicht. Oh, fuck, fuck, fuck. Okay, okay, Moment, wo ist er? Ausweichen. Oh, Mann, ey, das, guck, du kannst nichts machen. Leute. Ein Kampf noch, sonst gebe ich mich geschlagen. Das ist mir zu anstrengend jetzt. Ein Kampf noch, da gebe ich mich geschlagen. Ich weiß nicht, ob danach noch was kommt. Oder ich versuche ihn irgendwie außerhalb der Aufnahme zu besiegen und dann cutte ich, falls es noch weitergeht. Aber ich weiß nicht, ob die so eine lange Demo machen. Bam! So, jetzt habe ich dich, mein Freund. Diesmal kriege ich dich. Du hast keine Chance, Alter. Ich schnapp mir die Ratte. Habe ich nicht geschnappt, natürlich, klar. Das Problem ist einfach, ich kann ja nur ausweichen, wenn er diesen Angriff macht. Mehr, es geht ja nicht anders. Und irgendwie kann ich dann die Sachen halt nicht einsammeln, weil ich kann nur einsammeln, was er bestimmt eigentlich. Ja, so, eine Socke. Geil. Von 125 Moves. Weißt du, normalerweise hätte ich ihm schon dreimal in die Fresse schlagen können. Da, siehst du, es geht einfach nicht. Es funktioniert einfach nicht. Du kannst nichts tun. Ätzend. Entschuldigung, ätzend. Man kann ja gerne mal ein Spiel irgendwie schwierig machen. Da, jetzt hat es nicht funktioniert, weil er da noch in seiner scheiß Motion war. Socke, aber jetzt. Socke. Socke. Okay, man muss halt gucken, ne, immer auf den Augenblick des Angriffs warten. Oh, und jetzt noch die Socke und hier. Mann, Mann, Mann. Das hast du dir verdient, mein Freund. Aber ich komme nicht richtig durch mit den Schlägen. Oh. Ha, so, Socke, Alter. Jawohl, jetzt aber. Komm, komm, komm. Mach was. Mach was, Alter. Mann! Das gibt's doch nicht. Ratte. Ah, guck, und dann holst du mal einen Gegenstand. Ne, dann kommt er direkt mit seiner möchte gern asozialen... Was, Alter? Wie konnte ich das jetzt verhindern? Wie konnte ich das jetzt verhindern? Es geht doch gar nicht. Oh Gott, ist das schrecklich, Alter. Entschuldigung. Bis jetzt gerade hat mir das Spiel noch Spaß gemacht. Okay, aber wir lassen uns die Laune hier nicht verderben von... Alter! Ich bin da so ein Typ, ich muss das dann aber auch packen, ne? Also ich lasse mich dann hier auch nicht lumpen. Also, ich will es jetzt schaffen, das ist das Problem. Weißt du, dann denke ich mir, tut das der Aufnahme gut, aber im Endeffekt ist sie eh schon verhurt von Anfang an, weißt du, also warum nicht? Komm schon, zack, einmal wenigstens mit der Socke hier und dann den Käse rein. Der Käse macht wahrscheinlich keinen Schaden, weil er halt einfach der Supercook ist. Okay, hier einmal das Ding. Habe ich die Ratte gefangen? Nee, leider nicht. Aber die habe ich gefangen, Ratte ins Gesicht. Ja, wenn man weiß, wie es geht, ne, dann ist es natürlich schon ein bisschen easier. Aber, oh fuck. Aber es ist trotzdem einmal falsch gedrückt und er doppelhittet dich so dermaßen übel. Jetzt habe ich keine von den beiden Socken gekriegt, weil, was willst du machen? Du kannst nichts machen. So, da, zweimal hintereinander so schnell ausweichen geht nicht. Oh Mann. Okay, dann warten wir. Dann warten wir, bis du uns die Gelegenheit gibst, mein Freund. Wie es im Kampf nun mal so ist. Ja, 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 ja. Rühr du dein Süppchen. Rühr du dein Süppchen. Ich warte hier. Ich warte hier auf mein... Das war nice. Nice Kreis. Kann schon. Fuck. Vielleicht... Oh, nein, 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 nein. Vielleicht hätte ich vorher die Socke sammeln sollen.
Es geht nicht. Ich hab dir gehört. Ich hab gedrückt. Er bewegt sich einfach nicht. Tato, was ist los? Ey, da war ich schon zu früh. Da bin ich zu schnell ausgewichen. Weißt du, mit zu viel Skill rechnen die in dem Spiel gar nicht. Ah, Fisch. Na, hast du hier irgendein Kohlrabi oder so ein Scheiß, was auch immer das ist? Frühlingszwiebel, Strauchbusch. Oh, ey, hier musst du super fast musst du sein. Oh. Okay, anscheinend muss ich echt. Oh. Ey, was? Ich bin direkt nach links ausgewichen. Hammerhart, der Typ! Konzentrier dich jetzt, Kreis. Jetzt. Ich hab doch die Scheißsocke geworfen, Mann. Oh, dieser Koch, Alter, ist ja ätzend. Vor allen Dingen verstehe ich nicht, warum wir uns auf einmal in diesen Ring teleportieren. Was? Jetzt kriegst du die Socke. Jetzt kriegst du. Einmal kriegst du die Socke noch. Ey, Mann! Das gibt's doch nicht! Man kann keine Sachen einsammeln, wenn er es da. So, wenn er es zulässt, bitteschön. Ganz easy. Easy Game. Ja, einfach die Socken. Man darf keine Low Punches machen. Na, Doppelpunch? Kannst du eh nichts machen? Jetzt habe ich den gesammelt. Komm, und. Komm. Ja. Komm schon. Beug dich nach vorne einmal noch, Alter. Ich glaube, dann ist es soweit. Einmal noch, mein Freund. Einmal noch. Oh. Ja. Ah, der war doch geil. Und jetzt die Ratte rein ins Gesicht. Nein, Mann, warum? Ha, einmal das hier und die Socke hinterher. Das war jetzt dumm vielleicht, aber hey, macht ja nichts. Käse, zack, hier, für dich. Zwischendurch mal ein Häppchen essen kannst. Nein! Jawohl, und hier. Alter, da fängt man die Ratte, ne? Guck mal, wenn er jetzt nämlich so einen Doppelpunch oder diesen Suppenschlag macht, hast du keine Chance. Kannst du nichts machen. Aber die Socke kriegst du noch. Ah, die Ratte. Oh, doppelt ausgewichen, das war schön. Socke? Komm, beug dich doch nach vorne, Mann. Du musst doch jetzt so viele Socken im Gesicht, Alter. Komm, komm. Jetzt Socke. Das war Hammer, Hammer. Ja, komm. Und was, Alter? Das gibt's doch nicht. Wie lange lebt denn der Schwanz hier? Das ist doch normal. Alter. Alles getürkter Kampf. Getürkter Kampf ist das, ey. Jetzt aber die Ratte, hä? Fisch. Ratte. Nein. Das war dumm, Kreis. Das war so dumm. Du bist so weit gekommen. Du bist. Was? Okay. Aber guck mal, ja, so langsam. Mann! Ich wollte gerade sagen, so langsam. Ey, was? Okay, jetzt aber nach dem Ausweichen, ja. Bitte, du kannst der Suppe gar nicht ausweichen. Unmöglich. Unpraktizierbar. Okay, Leute, ich habe keinen Bock mehr. Ja, eigentlich ganz lustiges Spiel bis zu dieser Stelle. Wenn ihr wollt, probiert es selber aus. Mir ist es jetzt zu stressig, das hier zu machen. Ich weiß nicht, ob das Spiel weitergeht. Ich hätte Leuten natürlich noch viel zeigen können, aber das ist echt zu hardcore. Also dann platzt mir jetzt die Hutschen und dann macht's auch keinen Spaß mehr. Wer bis hierhin geguckt hat, falls bis hierhin überhaupt noch jemand geguckt hat, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, im nächsten Spiel, in der nächsten Folge. Ja, habt euch alle lieb, nehmt euch alle in den Arm. Boxen ist nicht immer sportlich. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Reingehauen. Oh Gott, hab ich keinen Bock mehr.